Schauen wir mal dieses Gebilde hier an. Dieses Gebilde ist insgesamt eine sogenannte abelsche Gruppe. Besser gesagt, es soll eine abelsche Gruppe sein, das müssen wir nachweisen. In dem Gebilde steckt eine Menge G und auf diese Menge ist eine Rechenoperation definiert. Jetzt müssen wir erstmal wissen, wie schaut denn diese Menge G aus? Da stecken wir mal Matrizen rein. Und die Eigenschaft für diese Matrizen, ja, die Einträge sollen reell sein. Und dann soll zusätzlich noch gelten x² plus y² ungleich 0. Okay, und jetzt machen wir die Menge zu. Also, auf diese Menge ist eine Rechenoperation definiert und die soll einfach die Matrixmultiplikation sein. Und jetzt soll man nachweisen, dass das Gebilde hier eine sogenannte abelsche Gruppe ist. Da muss man wissen, was braucht man hier für Elemente, die man hier belegen muss, um dann letztlich auszusagen, okay, das Ding hier ist eine abelsche Gruppe. Wir brauchen die sogenannte Abgeschlossenheit. Ja, das bedeutet, nehme zwei Elemente aus dieser Menge G raus, verknüpfe die mit der angegebenen Operation miteinander und dann muss das Ergebnis wieder in der Menge landen. So, dann soll auch noch das Assoziativgesetz gelten. Das gilt aber automatisch, weil das ist ja eine Matrix mit zwei Zeilen und zwei Spalten und für diese Art von Matrizen mit reellen Einträgen gilt ja das Assoziativgesetz. Also ist das eigentlich schon belegt, weil das eben eine entsprechende Matrix ist. Es ist unabhängig davon, was hier drin steht, ja, wie die Einträge hier ausschauen. Sie sollen reell sein, das ist hier angegeben, okay. Dann gilt das Assoziativgesetz bezüglich der Matrixmultiplikation. Okay. Man muss auch noch ein sogenanntes Neutralelement finden. Das ist immer auch schwierig. Je nachdem, wie diese Menge dann ausschaut, kann das schwierig werden. Ja, hat man dann auch noch Zeitdruck und sollte es in einem vorgegebenen Zeitrahmen finden, das Ganze, dann kann es schon passieren, dass das sehr eng wird. Ja. Also Neutralelement ist gemeint, wenn ich ein Element aus dieser Gruppe nehme, ja, egal welches, ja, es muss für alle Elemente gelten, das nenne ich jetzt mal G. Und verrechnet es mit dem sogenannten Neutralelement, das wird gerne mit klein e geschrieben, dann ist es egal, von wo ich dieses Neutralelement an mein Element hier g verrechne. Das hängt von der Verknüpfung an, ab. Bei uns ist es natürlich jetzt die Matrixmultiplikation. Dann muss als Ergebnis dieses Element rauskommen. Also wenn ich das hier belegen kann, habe ich sozusagen dieses Neutralelement identifiziert. Das ist wie bereits besprochen, nicht gerade einfach. Nicht einfach ist auch dieses Element hier zu finden, das inverse Element. Was ist das? Naja, das ist jetzt das Umgekehrte sozusagen. Zu jedem Element hier in dieser Menge G gibt es ein sogenanntes inverses Element. Und wenn ich dann mit der angegebenen Verknüpfung die beiden miteinander verrechne, dann muss dieses Neutralelement rauskommen. Dann habe ich sozusagen dieses inverse Element für, also identifiziert. Ja, zu guter Letzt soll auch noch, weil dieses Gebilde hier eine abelsche Gruppe sein soll, soll das Kommutativgesetz auch noch gelten bezüglich dieser Matrixmultiplikation. Okay, das hier haben wir ja schon fertig, das kann man vielleicht noch so aufschreiben. Ja, für alle G1, G2, G3 aus dieser Menge gilt. Naja, es ist egal, wie ich dieses Matrixprodukt hier verrechne. Ob ich jetzt vorne die beiden Matrizen erst verrechne und dann mit der letzten oder ob ich zuerst die hinteren beiden und dann mit der ersten verrechne, es ist beides mal dasselbe. Ja? Ist so, weil das Assoziativgesetz für die Matrixmultiplikation gilt. Okay. Das hier ist jetzt auf dieses Beispiel bezogen einfach, weil wir haben hier Matrizen, also ist E einfach die Einheitsmatrix. Ja? Man kann sich ja das vorstellen, wenn ich hier ein Element rausnehme. Ja? Ja, das Plus brauchen wir hier nicht schreiben, das schreibt man ja nicht.
Und ich verrechne das mit diesem Neutralelement, egal von welcher Seite jetzt, ja. Machen wir es jetzt nur mal von rechts, dann wird als Ergebnis dieses Element überbleiben. Ja. Schreibe ich jetzt nicht nochmal ab. Okay, also haben wir das Neutralelement gefunden. Das ist einfach die Einheitsmatrix. So, also kann man da auch schon mal den Haken setzen. Das hier, ja, da gibt es kein Kochrezept, aber da ist es natürlich so, ich kann mir ja helfen. Ich muss ja wissen, dass das hier, egal welches Element ich jetzt hier nehme, also dass diese Matrixmultiplikation als Ergebnis dieses Neutralelement ergeben muss. Also kann ich mich da so ein bisschen durchschlängeln, ja. Also ich muss natürlich probieren, ja. Was muss da stehen, ja, damit das gelingt. Das ist hier jetzt auch nicht so einfach. Als Tipp würde ich immer mal diese Vorzeichen ein bisschen rumtauschen. Ja. Ich setze mal hier und hier und die behalte ich mal. Und dann würde ich mal ausrechnen, was passiert. In dem Fall hat man dann gleich den Treffer. Hier kommt die 0, hier kommt die 0. Und jetzt weiß ich, okay, ich brauche einen Vorfaktor, damit die beiden zu 1 werden. Ja, okay. Schaue ich mir die an, dann setze ich als Vorfaktor den Kehrwert, was hier drin steht. Ja, und somit haben wir die Einheitsmatrix. Denn der Vorfaktor hiermit noch verrechnet, dann steht die Einheitsmatrix da. Somit ist das hier das inverse Element. Also gut, haben wir auch das Element identifiziert. Und jedes Element aus dieser Menge G hat ja diese Gestalt hier. Diese. Wenn ich jetzt ein beliebiges Element da rausnimmt. Mit dieser Gestalt ergibt es immer das neutrale Element, wenn ich die miteinander verrechne. Also ist das tatsächlich g hoch minus 1. So wird das inverse Element gern formuliert. Ja, was brauchen wir jetzt noch? Also das haben wir. Machen wir mal das. Das ist das Aufwendigste, weil ich muss ja zwei Elemente aus der Menge g rausnehmen, die miteinander verknüpfen. Dann muss das Ganze wieder in der Menge landen. Ja, und es landet ja nur dann in dieser Menge, wenn diese Bedingung hier hinten erfüllt ist. Ja? Deswegen macht es das Ganze so aufwendig. Okay, greifen wir erstmal rein und holen zwei Elemente raus. Gehen wir mal auf die Seite. Also das erste Element, das ich hier raushol. Und das zweite Element, das ich hier raushol. Deswegen brauche ich die beiden unterschiedlichen Indizes. Ja? So, wenn ich die jetzt miteinander verrechne, dann steht da, ja, ist der erste Eintrag, ist der zweite Eintrag. Ich ziehe hier unten gleich mal das Minus raus. So, jetzt sieht man, das ist y und das ist x. Okay, jetzt soll gelten, x² plus y² muss ungleich 0 sein. Okay, also nehme ich mein y, stecke es hier rein, ich nehme mein x und stecke es hier rein. Und dann darf ich das Quadrat nicht vergessen und dann muss ich nachweisen, okay, das Ganze muss ungleich 0 sein. Okay, machen wir das mal. Das quadriert. Ich fasse die gleich zusammen, ist minus 2 mal das, was jetzt kommt. So, und der andere. Fasse ich auch zusammen, ist zweimal das, was kommt. So, jetzt addieren wir die beiden. So, also plus. Ja, man sieht, die heben sich auf.
Und die anderen, also diese Summe kann ich faktorisieren. Kann ich ja so schreiben. Mal der Faktor. Man sieht schon, das sind überall quadratische Terme, also ist das Ganze ungleich 0. Damit ist die Abgeschlossenheit auch gezeigt. Also das Ganze ist unter der Verknüpfung oder der Matrixmultiplikation in dieser Menge abgeschlossen. Okay. Wie kann ich jetzt diese Kommutativität zeigen? Das ist einfach, wenn man sich das hier anschaut. Das resultiert daraus. Machen wir hier mal kurz weg. Ich kann ja hier in diesen Produkten jeweils die Faktoren tauschen. Einem Produkt ist es egal, ob ich a mal b rechne oder b mal a. Ja? Das kann ich ja überall so machen. Ja? Also hier haben wir ja begonnen. Ja, G1 mal G2 zu rechnen. Ja, haben wir das erhalten und das ist jetzt gleichbedeutend mit G2 mal G1, aufgrund dessen, dass ich hier vertauschen kann. Ja, damit ist dieses Kommutativgesetz auch gezeigt und insgesamt haben wir jetzt nachgewiesen an der Stelle, dass dieses Gebilde hier eine sogenannte Abelsche Gruppe ist. Okay, man kann auch so formulieren, die Menge G ist unter dieser Verknüpfung eine Abelsche Gruppe. Okay. Gut.